Hi zusammen. Neuer Tag, neues Glück, weiter für die Wissenschaft. Let's go. Ich weiß jetzt gar nicht. Mit dem Alter verabschiedet sich einfach. Einfach alles. Alle Erinnerungen. 5 Minuten her, 5 Jahre her, spielt keine Rolle, alles weg. Alles weg. Okay, ihr seid versorgt. Strangen Wesen hier. Jetzt sind es auch tatsächlich nur noch. Man kann nie genau sagen, wie viele es wirklich sind. Komm mal her. Oh, du bist tatsächlich ein richtiger. Du nicht. Du auch nicht. Du gehörst da rein. Okay. Ist ja schräg. Sind so schräge Wesen. Aber gut. In unserer Falle ist immer noch nichts gelandet. Ich dachte gerade für einen Moment, ich hätte mein Mikro nicht an. Aber doch, alles da. Haben da drüben voll viel Spaß. Was geht da ab? Ihr habt Hunger? Dann stelle ich mal um, ha? So. Dann bekommt ihr ein bisschen mehr. Ein bisschen häufiger. Liegt nichts rum? Okay. Bei euch ab. Gibt auch nichts mehr. Hier, bitteschön. Bevor ihr wieder sauer werdet. So, ein paar Fast-Zitronen für die Quantenschleimis. Okay. Wir haben aber so viele von denen hier, dass wir die bei den Hunter-Schleimis einfach mal einschleusen. Dann sind die auch glücklich. Weil ich glaube, wenn die zu hungrig werden, dann verfallen sie wieder in diesen Aggro-Status. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hier. Die sind hungrig und keiner weiß warum. Da müssen wir mal gucken, ob wir die einlagern oder ob wir die verkaufen. Oder kamen noch welche dazu? Einer. Ganz krass. Und hier, das hier nehmen wir mit. Bong. So. Dann gehen wir doch mal Luki Luki machen, wie die Situation in der Raffinerie aussieht. Vielleicht ist das auch einfach nicht der richtige Ort dafür. Ich muss mal gucken. Da irgendwelche Special-Anforderungen
ne? Bestehen. Keine Ahnung. Okay, wie sieht's hier aus? Pink Blood Mangel. Klar, Meets Blood Mangel. Radioaktiv ist eigentlich okay. Für Subplot brauchen wir viel. Aber eigentlich brauchen wir eh von allem viel. Jägerplot glaube ich noch nicht, oder? Ja. Okay, dann können wir den Phosphorkram hier reinklatschen. Und den radioaktiven. Dann gehen wir fix den Umplot abholen und einlagern. Dabei können wir noch bei den Miezekatzen vorbei. Da ist ja auch krass Mangelware. Warum produziert ihr so wenig? Ihr seid so glücklich. Was geht ab? Und notfalls holen wir uns von denen auch noch ein paar extra. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier einen Umweg gelaufen bin, aber okay. Ja gut, dann holen wir uns noch so ein paar Katzenschleimis. Und ein paar Hühnchen. Und dann passt das schon. Oh. Meins. Meine Hühnchen. Meine Hühnchen. So. Ach, das sind die Kleinen. Mietz, 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 Mietz. Genau dich brauche ich. Und dich und dich. Und dich. Das war mal ein Hühnchen. Hallo. Kleine Katzenschleimis. Katzen, Katzenschleimis. Meins, 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 meins. Oh, hallo Hühnchen. Oh, noch mehr Katzenschleimis? Nee, aber noch mehr Hühnchen. Raffinerieverbindung. Yes, genau das meinte ich. Das will ich haben. Noch mehr Hühnchen.
Was? Hühnchen? Oh. Sowas. Komm ich hier zurück? Ich komme hier zurück. Nice. Ach ja. Dann landet man ja hier. Hier haben wir auch noch viele Hühnchen. Da hinten zum Beispiel. Und hier. Und auch ihr verhungert schon wieder, ne? Und rein damit. Noch mehr Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ich hab's genau gehört. Immer noch das Glitzerzeug. Okay, dann war meine Theorie wohl falsch. Aber das ist ja nicht schlimm. Und wir nehmen jetzt die hier mit. Hier noch was? Ach ja, nehmen wir die noch mit. Okay. Also den Raffinerie-Link will ich auf jeden Fall herstellen, weil der ist super praktisch. Dann kann ich das nämlich einfach hier hinstellen zum Beispiel. Und wenn ich dann meine Kacke-Runde drehe, kann ich halt alles hier abgeben und muss nicht noch extra hinten zum Labor latschen. Das ist super gut. Okay. Ein Gehege mit hohen Wänden, Musikbox und Fangnetz. Klotzsammler. Futterautomat brauchen wir nicht, weil die essen nur Fleisch. Damit sind die auf jeden Fall erstmal versorgt. Was hast du denn Schönes für mich? Oh, das sieht doch super aus. Gelee Royal. Nice. Haben wir hier noch andere grüne Wackel-Dinger? Nee. Okay. Doch, da. Nice. Da hinten habe ich noch einen gesehen. So gut. Richtig viel Material. Die bekommen. Guck mal, wie hungrig die sind. Die wollen alle rüber zu den Hühnchen. Ja, Jungs. Viel Spaß. Seltsamer Diamant. Hm.
Was eine Ausbeute. Sehr, sehr, sehr gut. Ach hier. Was hast du denn? Okay. Spiraldampf, nice. Habe ich sonst gar keine Pumpen mehr. So wie es aussieht. Nur die eine. Okay. Gut. Die verhungern immer noch. Alter. Okay. Und sollen sie ein paar Hühnchen kriegen. Oh. Die haben ja Hunger für 10, hä? Steinhühnchen mit. Haben wir hier auch Steinküken? Ja, gut. Lass mich mal gucken. Hier, Steinhühnchen. Bleiben. Was bist du für eins? Strüpp. Nee, das kleine meine ich. Küken. Normales, okay. Und das Hühnchen? Mein Plan an der Stelle war jetzt einfach nur, dass ich ein bisschen Platz da drinne mache, damit noch weitere Steinhühnchen nachkommen können. Weil das die Lieblinge der Katzenschleimis sind. Stellen wir das mal auf hoch. Und dann kriegen die hier noch ein bisschen was zu fressen zwischendurch. Gut. Das hier können wir schon mal auslagern. Und dann schauen wir gleich mal, was wir eigentlich alles für den Raffinerieling brauchen. Hier. 1250. Easy. Hier. Oh, das können wir sogar direkt machen. Das ist nice. Cool. Dann packen wir das nämlich gleich direkt neben dem Plotmarkt.
Okay. Nice. Okay. Richtig nice. Dann räumen wir hier noch ein bisschen auf. Einmal alle einsammeln hier. Welche wehren sich? Die normalen Hühnchen. Nee. Das bunte Huhn wehrt sich. Okay, ein Gogockel. Normale Hühner spawnen eigentlich sowieso drüben, ist eigentlich egal. Hier, da eins und da eins. So, Mr. Gogockel, viel Spaß. Hier, Jungs. Ihr habt auch schon nichts mehr, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben genug für alle. Ja, kommt. Auch schon wieder alles voll, teilweise vergammelt. Eieiei. Wie war das noch mit, wir sind gegen Lebensmittelverschwendung? Yeah, nochmal was zu futtern. Von Casey. Aber erstmal füttern wir noch weitere Schlammis. Geht bei euch ab, ihr habt genug, okay. Ihr habt auch noch ein bisschen was. Aber hier ein bisschen noch. Und hier. Essen die das? Ja, doch. Okay. Außerdem können wir die hier rausnehmen. Dafür die Minzmango rein. Und weitere Quaderbeeren hier rein. Hier noch ein paar Möhrchen. Sieht witzig aus. So, wo ist denn hier der Plortsammler? Perfekt. Oh.
So, die Quantenplots werden wir aber verkaufen. Casey schreibt uns bezüglich Afrika. Danke, Bea. Ich habe nie gewusst, dass du so empfunden hast. Ich stelle mir dich da draußen auf einer Safari vor, wie du in der Savanne den Fängen von Löwen ausweichst, Elefanten durchreißende Ströme reitest und dann, wenn du nachts unter den Sternen sitzt, öffnet eine wettergegerbte Hand ein Medaillon und darin ist mein Bild. Und dein loyaler Schimpansenfreund schenkt dir einen traurigen, wissenden Blick. Stimmt das in etwa? Na, jedenfalls habe ich dich auch vermisst, während ich in L.A. war. Ah, diese Bar war einfach schrecklich. Aber wenigstens hatte ich ein wenig Zeit auf der Bühne, Casey. P.S. Der Name des Schimpansen war Oberst Banane. Okay. Wobei, wir haben gerade ein bisschen Kohle. Können mal gucken, was hier bei 7C so abgeht. Ein Pfad-Upgrade. Okay, wir gehen nochmal 1000 Looky Looky machen. Wahrscheinlich meinen die das hier. Das etwas heruntergekommene Wegesystem hier. Ah, mal gucken. Und? Oh ja! Wobei ich das jetzt nicht viel hübscher finde als vorher, aber immerhin ist es durchgehend. Mehr oder weniger. Naja, ist schon okay. Als nächstes habe ich gesehen, gibt es ein Veranda-Update. Schauen wir mal. Ja. Ja, das sieht doch hübsch aus. Ist das so? Erzähl mir deine Sorgen. Warum machst du keine Babyhühnchen? Hilfe. Gehen wir mal schauen, was bei den anderen Schleimis so abgeht. Oh, ich erinnere mich. Wir machen hier einmal voll. Kloppen hier den Rest rein. Zusammen mit denen hier, damit die nicht vergammeln. Andererseits kann ich die auch den Rucksack-Schlemmis mitbringen. Oh, ich muss ja nicht die Plots hier vergammeln lassen. Hallo Jungs, seid ihr fleißig?
eine Birne könnte ich schon mal hier verfeuern. Ein paar könnt ihr noch bekommen oder habt ihr genug Futter? Ne, habt ihr nämlich nicht. Hier. Okay. Sieht's hier aus? Ihr braucht gar nicht so viel, ne? Ja, gut. Dir das alleine hin, wieder zurückzufinden? Und ich kann ich euch auch nicht helfen. So, das... Sie haben es nicht geschafft. Die waren echt zu blöd, da wieder reinzuspringen. Das ist ja krass. Sind sie einfach ausgegangen. Hühnchen. Noch mehr Hühnchen. Da liegt noch so viel von dem Zeug rum, ey. Ich höre Hühnchen. Ach, ich bin ja schon längst über mein Folgenende eigentlich drüber. Ah, aber so kann es laufen. Wenn man Spaß hat, verliert man sich drin und vergisst einfach die Zeit. Das passiert mir ständig. Ja, in dem Fall. Bis bald. Ciao.